Auslauf des Weiherbaches. Düker in Marl und eine riesige, fette, was ist das, Ratte? So ein Riesenviecher. Müssen wir uns näher angucken. Ein super Bach. Ein richtig, hier schwimmen richtig große Fische drin. Da könnt ihr das sehen, was das für fette Viecher sind, die da rumschwimmen. Da unten. Da war ich ein bisschen zu spät. Vielleicht gibt es nachher nochmal eine Gelegenheit. Was ist das für ein Viech? Ne, es ist keine Ratte. Das ist das. Moment mal. Ja, Leute, guckt euch das mal an hier. Na komm schon, kriegst du ein anständiges Begräbnis. Komm. Ah. Zack, 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 da schießen sie lang, die Fische. Da sind sie. Da. Super Bach hier. Kenne ich mit Fischen nicht so gut aus. Könnten das Schmerlen sein? Ich meine, die habe ich in der Seesäcke auch gesehen. Die sahen so ähnlich aus. Und da habe ich mir Fotos angeguckt, wie Schmerlen aussehen. Und ja, das hatten wir eine Ähnlichkeit. So wie die jetzt gerade hier. Da wieder alles voll. Wow.
Grund. Das heißt richtig große Fische. Also ich wollte jetzt nur sagen, wir reden jetzt hier nicht mehr von so kleinen Scheißern hier, ne? Wie Stichlingen oder was weiß ich was. Das sind schon, ein bisschen größer. Okay, das ist eigentlich verboten. Ich könnte das jetzt aufschließen. Ich habe einen Schlüssel. Na? Wäre kein Problem. Aber ich muss da jetzt auch Abbitte leisten. Ich möchte jetzt einfach hier lang gehen und ja, wer will es mir nachsehen? Schön in Weiherbach. Schließe ich es auf, muss ich es auch wieder abschließen. Und das geht echt schneller so. Natürlich enden, klar. Wann der Weiherbach dieses schöne Gewand hier bekam, kann ich nicht mal sagen. Ach guck mal, hier ist das Gewand. Ich hätte auch hier gehen können. Gar kein Zaun mehr. Hier, sorry. Lippeverband EGLV. Ne? Einfach nur den Weg hier lang gehen. Ist kein Zaun. Ja. Bitte. Kein Stress machen, deswegen jetzt. Wo war ich? Ach so, ja. Das war, wenn ich soweit ich weiß, auch einmal eine Köttelbecke. Auch guck mal, hier sind sogar noch. Ja, hier hast du doch noch die alten Sohlschalen. Was ist los? Das ist ja ein Ding. Scheint die Fische nicht zu stören. Oh, da ist aber jetzt ein ganz dicker Hund gewesen. Das war ja schon. Aber das war jetzt nicht so ein Schmalhans wie gerade. Das war ein richtig dicker Hund. Aber das war, was weiß ich, eine Forelle oder so. Na gut, bis zur Lippe ist es nicht mehr weit. Hier sieht man, dass die Flusseinwanderung funktioniert hat. Ich gehe mal kurz hier hoch, das ist ein bisschen komisch zu gehen. Gefällt mir nicht. Jedenfalls sind die Sohlschalen kein Hindernis. Ach, hier unten macht doch mehr Bock. Guck mal, hier hat er so eine Schussstrecke.
Hier oben ist auch ein Trampelpfad. Also bitte. Gut Wasser, da war ja Bach. Irgendeine Kläranlage leitet auch ihr gereinigtes Abwasser hier rein. Leider jetzt voll auf den falschen Fuß erwischt. Dönen, glaube ich. Nee, warte mal. Den entwässert, glaube ich. Nee, den Tibet. Ja, wer ist? Ja, das kann es ja nicht sein. Chemiepack mal. Chemiepack mal. Entwässert in den Sickingmühlenbach. Und, wie ich seit vorhin weiß, auch in den Dümmerbach. Nee, direkt in die Lippe. Nicht in den Dümmerbach, direkt in die Lippe, genau. So, Ende der Sohlschalen. Jetzt hat er wieder sein schönes, echtes Bachprofil hier aufgeweitet. Schön schattig auch hier. Richtig gut. Richtig gut für so einen Bach. Dass der Bäume hat, die Schatten werfen und sich das Gewässer nicht so aufheizen. Ich muss noch mal gucken, wegen der Kläranlageneinleitung. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Vielleicht gibt es ja keine. So, wir kommen zu seinem Ende. Leider, alles Gute geht mal zu Ende. Schauen wir uns die Mündung an in die Lippe. Ich höre schon ein kleines Rauschen. Ach, hier ist das richtig schön tief. Oh, hier kann man, boah, da sind wir, die Fische. Hier kann man sich im Hochsommer schön reinlegen. Ah, das ist die Mündung hier. Ja, gut gemacht. Schön mit ein bisschen Totholz. Hier ein bisschen großzügiger gestaltet. Ja, ist doch super. Ja, das ist doch mal ein schickes Plätzchen hier, oder?
absoluter Geheimtipp. Guckt euch das an hier. Wow. Richtig gut zu schwimmen. Aber hier stört man wieder die Natur. Weil das sind schon wieder hier so da und hier. Das ist so Brutplatz verdächtig für Eisvögel und alles Mögliche, die sich da in die Erde und den Lehm da ihre Löcher reinhauen. Allerdings ist nichts von zu sehen. Boah, hier möchte man gar nicht mehr weg.